Jo Lando spielte an der Seite von Jane Seymour in der beliebten Serie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, die von 1993 bis 1998 produziert wurde. Er war in über 140 Episoden von Dr. Quinn zu sehen. Seine Serienfigur Byron Sully war die gute Seele der Serie. Im Laufe der Zeit verliebt er sich in die mutige Dr. Quinn und wird später ihr Mann. Den Höhepunkt seiner Karriere feierte Jo Lando mit seiner Rolle als Byron Sully. Der attraktive Schauspieler wurde sogar vom People Magazine auf die Liste der 50 schönsten Menschen gewählt. Nach Absetzung der Serie wirkte der US-Amerikaner in zahlreichen TV-Serien und Filmen mit. Unter anderem war er in Wildfire, Higher Ground, Navy CIS und Melrose Place zu sehen. Doch die ganz große Karriere blieb aus. 2012 spielte der Schauspieler in der Vampirserie The Secret Circle mit, welche nach einer Staffel jedoch schon wieder abgesetzt wurde. 2018 war Jo Lando in Reich und Schön zu sehen und für 2022 stehen bereits neue Projekte an. Besonders eines davon könnte die Fans sehr erfreuen. Im Interview mit ET verriet Jane Seymour im Herbst 2020, dass es ein Remake von Dr. Quinn geben soll. Momentan warte man noch auf grünes Licht. Privat läuft es für Jo Lando bestens, denn der Schauspieler ist bereits seit 1997 glücklich mit Kristen Barlow verheiratet und hat 4 Kinder. Mit Jane Seymour versteht sich der Schauspieler auch heute noch super. Die beiden sind sehr enge Freunde.